Kapitel 59 Die korrupte Kaiserin. Nein, es kann nicht so enden! Nicht hier! Nicht so! Hilflos nahm Epsilon die Teile ihrer zerstörten Rüstung in die Hand und versuchte sie irgendwie zusammenzusetzen. Gib es auf! Es ist zu spät! Um die Gruppe herum begann das Schwarz sich aufzulösen und die weiten Crownings wurden wieder sichtbar. Doch immer noch zeigte sich der Umriss einer nun glasartigen Kuppel. Epsilon ignorierte dies, genau wie die Worte ihres reinkarnierten Sohnes. Erst ein Krallenhieb Auroras löste ihren Fokus. Doch immer noch weigerte Epsilon sich, Einsicht zu zeigen. Sie blockte den Hieb ab und stand ruckartig auf, wobei ihr Cape im Wind wehte. Nein, meine Rüstung ist zerstört, aber mein Wille nicht! Ich kann noch nicht aufgeben. Ich habe eine Mission, eine Bestimmung. Das Gute kann nicht verlieren. Die Gerechtigkeit muss siegen. Kein Mitglied des Team Polana Vatra hatte nur noch einen Funken Furcht oder Respekt übrig. Was ihnen nun gegenüberstand, war keine übernatürliche Kriegerin mehr, sondern ein einsames, größenwahnsinniges Zoroark. Willst du immer noch weitermachen? Warum kannst du nicht endlich deine Niederlage eingestehen? Keuchend trat Epsilon einen Schritt zurück, wobei sie auf die Reste ihrer Rüstung trat. Mir ist es egal, ob ich noch gewinnen kann oder nicht. Aufgeben werde ich nie. Hört ihr? Niemals! Wie durch ihren Schrei ausgelöst, begann die Rüstung unter den Füßen des Zoroark zu zittern. Auch Epsilon selber schien nicht zu verstehen, was hier vor sich ging. Was geschieht hier? Seid ihr das? Was soll dieser Spuk? Die einzelnen Teile der Rüstung, welche noch am Grund gelegen hatten, zerbarsten vollständig. Winzigste Partikel entsprangen ihr. Von der Form her erinnerten sie beinahe an kleine Insekten. Zu Tausenden flogen und krochen sie auf dem Boden herum, bis sie nach wenigen Sekunden begannen, über die schockierte Epsilon herzufallen. Die versuchte, sich irgendwie zu wehren. Verschwindet, bleibt weg, was tut ihr? Langsam schwand ihre Stimme in den Massen der seltsamen Wesen, während Team Polana Vatra nur verstört zusehen konnte. Die Kuppel zwischen dem Zuschauerraum und dem Kampffeld begann wieder zu verschwimmen. Nicht im selben pechschwarzen Aussehen wie zuvor, sondern in einem seltsamen, grau-weißen Muster. Das einzig Vergleichbare, was Aurora einfiel, war das Aussehen der Fernsehbildschirme in der Arena, wenn ein Störsignal ihre Verbindung unterbrach. Die Insekten begannen langsam auf Epsilons Körper zu verschwinden. Ihre Mähne färbte sich dunkellila. Das soeben noch wehrhafte Zoroark stand nun stumm da, Arme und Kopf lasch nach unten gehängt, die Augen geschlossen. Die Umgebung um die Vierergruppe und die Plottkaiserin schien seltsame Geräusche zu machen. Beinahe, als würde der Ort selber nun sprechen. EPX01 wählen Virus P. Deaktiviere Emotion. Deaktiviere Moral. Reaktiviere Ausdauer. Scanne Umgebung. Die seltsam robotische Stimme zeigte eindeutig, was Aurora bereits geahnt hatte. Was auch immer jetzt hier vor sich ging, war nicht mehr Epsilons Schuld. In der Rüstung musste irgendetwas entstanden sein in all den Jahren der Nutzung. Irgendein korrupter Virus, vermutlich entstanden aus der korrupten Kraft der Plotholes, welcher nun durch die Zerstörung dieser der Rüstung entkommen war und sich selber freigesetzt hatte. Seltsam rotes Licht erfüllte den Raum, während Monagoras sich diese Schlüsse zog. Erkenne Plot. Erkenne Plot. Erkenne Plot. Erkenne Plot. Langsam begann der Körper Epsilons zu schweben, wie angehoben von einer geheimen Macht. Während er nun schwebte, schien alles an der Gestalt verzerrt.
Teils blitzte sie kurz auf. Für Bruchteile von Sekunden verzog sich alles am regungslosen Pokémon. Es war wie eine Art Glitch. Ein Glitch, welcher ins echte Leben übergelaufen war. Und nach wenigen Sekunden schlug Epsilons Körper seine schneeweißen Augen auf. Die robotische Stimme erklang wieder, doch dieses Mal aus allen Richtungen. Nur Sekundenbruchteile nacheinander. Auch Epsilons Körper schien sich nahezu zu teleportieren. Wie von einem Faden angezogen, erhob sich Epsilons lascher Arm und eine Art Druckwelle entstand, welche das gesamte Team zurückdrängte. Gut, damit wäre die wichtigste Frage geklärt. Was auch immer das da ist, es will kein Frieden. Kämpfen wir! Was sonst? Gerade erst war Epsilon geschlagen. Keine Zeit zum Feiern war verblieben. Und schon begann die nächste große Schlacht. Ein eigenartiger Virus, der von Pokémon Besitz an ergriff. Eine Art Gegenkraft zum Plot. Der Seelenvirus. Wie dieses Wesen bezwungen werden konnte, das stand in den Sternen. Doch erschöpft wie Polana Watra auch war, das Adrenalin trieb sie voran. Kein Etwas konnte sie stoppen. Nicht nachdem sie bereits den größten Triumph hinter sich hatten. Sofort ging Aurora in die Offensive über. Auch wenn sie bereits erwartete, dass der Virus Epsilon sofort aus der Bahn teleportieren würde. Und sie hatte recht mit dieser Vermutung. Eine schwache lila Spur durchzog die Luft, bis an den Ort, an welchem Epsilon nun schwebte und einen neuen Angriff freisetzte, welche sich schnell wieder in Epsilon sammelte. Es waren Viren, das erkannte die Plotkriegerin. Und sofort kam ihr eine Idee, durch die dieser Kampf vielleicht gar nicht so schwierig werden könnte. Mashadow, Seraora, Monagoras, ich werde weiter offensiv gehen, sobald sich Epsilon einen anderen Ort begibt. Lenkt sofort Angriffe auf die lilane Spur, die ihr folgt. Wenn wir so die Viren zerstören können, dann wird Epsilon bald frei sein. Auch hier musste Polana Watras Leiterin gar nicht auf eine Antwort warten. Sie wusste, das Team würde sie nicht im Stich lassen. Von dem Ort aus, wo sie war, schoss sie sofort eine Mondgewalt auf den Feind, um ihn wieder zur Bewegung zu zwingen. Jedoch hatte sie die Möglichkeiten des Virus unterschätzt. Eine Art Glasschild bildete sich vor Epsilons Körper. Und in dem Augenblick, in welchem die Feenenergie auftraf, traf sie bereits ihre Absenderin und schlug Aurora bis in die Kuppelwand hinein. Nicht nur hatte dieses Etwas den Angriff zurückgeschleudert, ohne eine Chance zum Ausweichen zu geben, es hatte ihn auch verstärkt. Und die Wunden aus der vorigen Schlacht ließen solche Treffer schon kaum mehr zu. Kein Fernkampf, Mashadow! Greif es an, frontal, nicht von weit weg! Sofort tat der Geist, was ihm gesagt wurde. Einen direkten Angriff konnte der Feind eindeutig nicht einfach spiegeln, deswegen blieb Flucht durch Teleportation die einzige Form der Defensive. Seraora und Monagoras erkannten ihren Einsatz, beide, und griffen sofort die kleinen Partikel mit aller Kraft an. Sie schwanden auf der Stelle in seltsamen, winzigen Strudeln, jeder Virus einzeln. Doch das Wichtigste, sie verschwanden. Sie kehrten nicht zurück zu Epsilon. Es funktioniert. Weiter, Leute, weiter. Zunächst befürchtete Aurora, dass dies die einzige Gelegenheit für Team Polana Watra bleiben würde, eine derartige Technik zu nutzen. Jedoch, es zeigte sich schnell, der Virus verhielt sich wie eine Art Programm. Wenn er freigesetzt wird, ergreift er Besitz vom nächsten Pokémon. Wenn er Plot spürt, will er diesen absorbieren. Im Kampf analysierte er Angriffe und reagierte mit einer von zwei Optionen. Dies waren all die Fähigkeiten. Jedoch fehlten diesem Wesen, wenn es überhaupt eins war, somit eine grundlegende Eigenschaft jedes Pokémon. Die Anpassungsfähigkeit. Obwohl Team Polana Watra eine leicht vermeidbare Schwachstelle des Virus entdeckt hatte,
verblieb dieser bei einem völlig identischen Kampfstil, so dass das Team nur direkt angreifen und dafür sofort bestrafen musste, meistens dann auch einem oder zwei Angriffen ausweichen, nachdem sich der Körper teleportierte. Langsam aber sicher schwand so die lila Farbe aus Epsilons Mähne. Das alte Rot-Weiß-Gemisch kehrte langsam wieder. Jedoch als die Hälfte der Viren verschwunden war, passte der Feind sich plötzlich doch an. Kapazität winkend, Kontrolle schwindend, Risiko, Risiko. Urplötzlich wurde Epsilons gesamter Körper in lila Flammen gehüllt. Deaktiviere Passive, aktiviere Offensivform. Im Schock sprang Aurora zurück, als direkt vor ihr brennende Krallen in den Boden einschlugen, bevor sie überhaupt Zeit hatte zu reagieren. Jedoch fing sie sich schnell und sah ihre Chance für einen direkten Konterangriff. Nun, wo die besessene Epsilon offensiv kämpfte, war es nicht mehr unmöglich, sie direkt zu treffen. Und kaum landete ein direkter Hieb, lösten sich Viren aus der Mähne des Zoroark, welche Monagoras sofort abfing und verschwinden ließ, wie auch zuvor. Okay, Planänderung. Volle Offensive. Wenn dieses Ding immer so schnell ist, dann müssen wir es beschäftigt halten. Wieder war kein Wort als Antwort vonnöten, sondern Taten folgten, als Mashado sich sofort auf das Zoroark stürzte, welches jedoch auf der Stelle verschwand. Jedoch tauchte es hinter Aurora wieder auf. Offensichtlich fokussierte selbst in dieser besessenen Form Epsilon Aurora. Vermutlich, da sie als Plotkriegerin die stärkste Plot-Ausstrahlung hatte, was den Virus anzog. Jedoch war Monagoras zur Stelle und blockte den Hieb sofort ab, von Seraoras direktem Angriff gefolgt, nach welchem Aurora die Viren zerstörte. Mehr und mehr schien die Kontrolle des Virus zu schwinden, als die Mähne sich weiter färbte und selbst Epsilons Augen wieder an Farbe gewinnen zu schienen. Erkenne Notlage, initialisiere Flucht. Sofort umhüllte ein seltsamer Schein Epsilon. Wieder wollte der Virus sich teleportieren, dieses Mal jedoch an einen fernen Ort. Doch Team Polana Vatras Leiterin war bereits zu einem neuen Angriff übergegangen, ein Eiswind, welcher die besessene Epsilon sofort einfror. Flucht war nicht mehr möglich. Zumindest dachte das Quartett dies, und teilweise hatten sie auch recht. Aus dem Eis heraus krochen unzählige winzige Partikel, alle verbleibenden Viren. Diesen Körper konnten sie nicht mehr halten. Doch in ihm bleiben wollten sie erst recht nicht. Host verloren, Körper verloren, Notfall, suche neuen Körper. Panisch schwebten all die Partikel durch die Kuppel, durcheinander und hektisch wie auf der Flucht, bis sie alle von einem Blizzard gestoppt wurden. Jeder letzte Partikel verschwand nun. Genau wie auch die Barriere. Somit gab sie endlich Elementara den Weg frei, während Tausende sprachlos auf das Schauspiel zu ihren Füßen blickten. Aurora, Mashado, Seraora, Monagoras. Geht es euch allen gut? Was war das gerade alles? Kurz blickte Aurora sich in den Reihen ihrer Freunde um. Gleichzeitig sah sie auch zum schnell schmelzenden Gefängnis Epsilons. Es geht. Keine zu schlimmen Verletzungen, soweit ich das sehe. Elementare, ich kann dir, Seraora und Monagoras, mit der Behandlung von Epsilon vertrauen, nicht? Als Antwort nickte das Mischwesen kurz. Natürlich. Was denkst du, sollen wir mit ihr machen? Inzwischen war das Eis völlig geschmolzen. Doch Epsilon lag immer noch auf dem Boden. Sie war wach, doch nicht mehr in der Lage zu kämpfen. Eine Welle des Hasses überkam Aurora bei diesem Anblick. Und doch, sie hatte Ideale und Prinzipien, denen sie folgen würde. So viel sie auch getan hat. Epsilon ist ein Pokémon. Helft erstmal mit ihren Wunden. Über alles andere reden wir, wenn Mashado und ich wiederkehren. Ihr wollt also wirklich zu zweit aufbrechen? Mashado antwortete anstelle seiner Schwester. Natürlich ist die einzige Möglichkeit. Eine leise Stimme ertönte, schwach und gebrochen von der Seite. Aurora! Polar! Es war Epsilon. Gebt Acht! Der Krieg ist entschieden, aber der Autor... Ihr oder ich hättet für ein Ideal ihm gegenübertreten müssen. Ihr habt gewonnen, Aurora. Er kann ja alle Wünsche erfüllen, wenn er das will.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt seine Intention ist, aber er ist mächtig. Wovon redest du, Zoroark? Kurz zuckte Epsilon bei Erwähnung dieses simplen Namens. Doch sie beschwerte sich nicht. Ihr habt gewonnen. Auch ich muss dies akzeptieren. All dieser Krieg war für ihn ein Spiel. Der Autor, er hat dir deine Kraft gegeben und mir meine. Er hat Kell gesteuert. Du wirst ihm begegnen. Der Autor, er hat den Plot erschaffen. Er ist das Licht, der Regenbogen in der Dunkelheit, wo einst ein Mond war. Er ist Gott, unser aller Erschaffer. Allein sein Gedanke könnte uns alle vernichten. Aurora, er wird dich prüfen. Du entscheidest über unser aller Zukunft, wenn du ihn triffst. Er leitet euch zur Höhle, der Verstand der Welt, der Kern des Plots dort, wo ich meine Kraft erhielt. Innerlich schwankte Aurora, ob sie überhaupt auf ein Wort dieses Pokémon hören sollte. Doch irgendwas sagte ihr, dass Epsilon die Wahrheit sprach. Was weißt du über diesen Autor? Der Autor ist übermächtig. Alles Gott. Er hat diese Welt kreiert, die ersten Pokémon, doch wir... Als das Zoroark weitersprechen wollte, schien ihr die Luft wegzublieben. Nur wenige Wörter entkamen ihr noch, bevor sie regungslos zu Boden fiel. Erschaffer! Kell! Prüfung! So stand Aurora nun in diesem Stadion. Das Champion-Duell verloren. Doch Epsilon geschlagen und einen fremden Virus zerstört. Doch auch mit dem Sieg gegen ihren größten Nemesis. Das Ende der Reise begann erst jetzt. Eine letzte Reise. An der Seite ihres verschollenen Bruders. Auf dem Weg zu einer endlosen Wahrheit.